Hallo und herzlich willkommen zu Las Chaos. Ich bin's wieder, eure Fluffy. Und heute soll's um die Dratan-Stadtgarde gehen. Da hatte ich mich ja vor kurzem angemeldet, kostenlos, hier bei diesem Herrn. Da kann man einfach hier auf Chaos Club beitreten klicken und sammelt dann, indem man in Dratan Monster killt, Punkte für dieses System. Und da habe ich jetzt ein Geschenk erhalten, also blinkt auf der rechten Seite auf. Ich kann mein Geschenk erhalten und dann klicken wir da mal drauf. So, danke für deine Unterstützung. Wir haben ein Geschenk für dich. Möchtest du Auftrag nichts als Sand erhalten? Ja, nehme ich mal an. Was ist das denn für ein Auftrag? Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Nichts als Sand. Den kann ich ja gar nicht annehmen, weil das schon außerhalb meines Levels liegt. Ich hatte mich da ziemlich spät angemeldet. Mit Level 15 könnt ihr euch da anmelden. Und indem ihr immer mehr Punkte sammelt, kriegt ihr irgendwann hier diesen Doris-Händler frei geschaltet. Und da erhaltet ihr zum Beispiel für kleines Gold, also es ist nicht so wirklich viel, rote und blaue Nennpulver oder rotes Dratanpulver. Ich weiß nicht genau, was man damit machen kann, aber es sieht so aus, als könnte man sich da Nens mitbauen oder sowas. Unter anderem kann man dann da auch C und B und E Level Kristalle erhalten, um mit denen man seine Skills ausführen kann. Da kriegt man ja... Es gibt ja Skills im Skillbaum. Wo habe ich denn die jetzt? Hier. Dafür brauche ich Element Feuer Stufe 1. Und die kann man nur ausfüllen, wenn man im Inventar diese Feuerkristalle hat. Ich habe die jetzt bisher noch nicht eingesammelt. Kann man unter anderem da bekommen als Belohnung. Und zum Schluss, wenn man wirklich richtig viele Monster getötet hat, bekommt man irgendeine Medaille, die man im Buch von Iris spenden kann. Und guck mal, das ist das. Mit dieser Rolle kannst du eine Quest der Stadtgarde beginnen. Machen wir mal. Besiege jeweils 10 Graufüchse, Wüstenfüchse und Elite-Silberfüchse. Ach, das kann ich wohl noch machen. Ach, diese Wüstenfüchse, plötzlich griffen sie alle an, die ihren Weg kreuzten. Nun nimmt es überhand und wir können uns nicht darum kümmern. Kannst du uns helfen? Ich werde dich dafür belohnen. Aber wir kriegen immerhin 3 FP dafür, dann machen wir das doch mal eben. Das gehört ja halt auch mit zur Dratan-Stadtgarde. So, Wüstenfüchse und Elite-Silberfüchse. Dann gucken wir doch mal, wo wir die hier haben. Das müsste eine ziemliche Anfängerquest sein, meine ich. Sind die das? Das können eigentlich jetzt hier nur die Wüstenspinnen. Silberfüchse. Da, dann gehen wir mal eben hier zum Edgar-Übersetzer. Das ist ja kein Problem. Bewegen wir uns mal dahin und dann geben wir mal ein bisschen Fersengas und suchen die Füchse auf. Graufüchse müssen wir auch noch. Ah, okay. Ich lege mal eben den Drachen ab. Einen Geschwindigkeitstrank kann man auch mal nehmen. Na, gucken wir mal. Ich laufe nämlich schon komplett verkehrt. Ich muss in die Richtung. Und dann da hinten durch. Machen wir doch einfach mal. Ich habe gedacht, das wäre eine levelbegrenzte Quest.
Gut, Beinspinnen. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Jo. Müssen die jetzt aber irgendwo kommen? Guck mal, da sind schon die Silberfüchse. Ja, seht ihr, dann könnt ihr die auch schon im kleinen Levelbereich abschließen, diese Quest. Und die Belohnungen, wie gesagt, die man da bei diesem Doris-Händler kaufen kann. Übrigens seht ihr ja jetzt hier links, dass man für jedes einzelne Monster, was ich hier haue, Punkte erhält. Und das ist natürlich nicht schlecht. So, wo sind denn jetzt hier die anderen? Elite Silberfuchs. Habt ihr den irgendwo gesehen? Ich bisher nämlich noch nicht. Das ist ja übel. Wenn ich die jetzt nicht sofort finde, dann machen wir das einfach so, dass wir die Aufnahme an dem Punkt hier einfach jetzt mal eben beenden. Wenn ich meine, die Monster jetzt hier suchen, weiß ich nicht, inwiefern das jetzt für euch interessant ist. Müssen doch hier irgendwo sein. Das gibt's doch nicht. Silberfüchse, Silberfüchse. Ich guck einfach mal. Elite Silberfuchs. Wo man den findet. Finde ich ihn irgendwo. Na, die müssen hier irgendwo dazwischen stehen. Laufen wir doch einfach mal da lang. Göttin der Dunkelheit. Graufüchse müssen wir ja auch noch finden. Ah, das müsste doch irgendwo hier sein. Ach man. Das Schöne ist ja, die kommen alle schon hinterhergerannt. Ja. Ah, guck mal, da unten. Da war immer, glaube ich, Baal da unten, ne? In so einem... Den konnte man verprügeln, wenn man rot war. Aber ich finde hier keinen Elite-Silberfuchs. Graufüchse? Haben wir gerade auch nicht gesehen, ne? Mir tut das ja schon fast leid um die armen Füchse hier. Graufüchse. Die sind da hinten. Ach komm, da laufe ich jetzt aber nicht hin. Das mache ich dann einfach später mal. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall Bescheid über die Stadtgarde. Da kann man sich kostenlos anmelden. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, ich verlinke euch jetzt einfach mal in der Videobeschreibung den Das Chaos Guide. Da kann man sich noch viel mehr Informationen darüber durchlesen und auch vielleicht etwas besser vermittelt, als ich das jetzt hier mal eben so in ein paar Worten machen kann. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, ihr Lieben. Ich werde mich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder mit Das Chaos melden, nur ich möchte euch ja auch Sachen zeigen, die interessant sind und nicht ganz so langweiliges Umhergekloppe. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.